Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir befinden uns gerade im Territorium der Banditen oder der, ja, Menschenfresser würde ich glatt schon sagen. Der Kannibalen und Kinderschänder. Und wir müssen hier raus oder alle töten. Ich würde gerne Option 2 wählen. Aber ich glaube, ich kann es mir nicht aussuchen. Irre, die Glocken läuten. Okay. Oh, sie sind überall. Ich sehe hier niemanden. Ich weiß gar nicht, was du hast. Vielleicht war es doch nicht unser primäres Ziel, alle umzubringen. Verdammter Mistkerl! Oh Gott. Nein! Wie hast du mich erwischt? Scheiß Schneesturm, ich hab nichts gesehen. Nein, weg von der Wand, Ellie. Okay. Das Gute ist, er muss herkommen. Oder auch nicht. Ach, seine Schüsse hört ihr nicht, aber meine schon, oder was? Na gut. Irgendwie ist hier noch jemand, dieser scheiß Schneesturm. Da kommen wir durch. Dann tun wir es auch am besten, ne? Oh, was liegt denn hier? Ach, Flaschen. Ich benutze diese Werfsachen nie, ne? Immer frontal auf sie drauf. Ich denke mal, hier hat das irgendjemand gesehen, dass ich den da abgeknallt habe. Und er hat auch leider keine Munition. Frage ist, wo soll ich hin? Hier liegen zwar überall Flaschen rum. Und alles. Aber ich sehe hier niemanden. Ich bin eine eiskalte Killerin, Alter. Okay, da hinten sind ein paar Leute geflohen. Vielleicht sollte ich sie alle umbringen. Ich weiß nicht, ob ich in die gleiche Richtung gehen sollte wie die. Wir haben schon ein Problem. Und wir werden es lösen. Bleibt wachsam. Findet sie. Bitte komm nicht hier runter. Okay, kommt nicht runter. Ist sicher, Freunde. Bist du alleine? Dann drehst du dich gleich nochmal um, ne? Oh Mist! Der andere ist hier wohl lang gelaufen, ne? Sollte hier rausgehen. So können wir sie sehen, ne? Wenn wir denn jemanden sehen würden. Ah, da läuft doch jemand. Aber hier war doch eigentlich noch gerade ein Zweiter. Ich habe hier einen Zweiten langlaufen sehen. Definitiv. Ach, das wäre ein alternativer Weg gewesen. Okay. Schrei doch nicht so laut, wenn ich hinter ihm bin, Ellie. Ich muss mich einfach nur verstecken. Dann muss ich keine Munition verschwenden.
Sorry, Leiche. Okay, kommst du jetzt hier rein oder was? Der rennt da immer noch draußen rum, ne? Okay, jetzt sind sie beide hier drin. Ich würde das gerne ohne Munition klären. Ich weiß nicht, was auf mich noch zukommt. Eine Schießerei oder... Ich muss hier auf jeden Fall aufpassen. Komm bitte nicht raus. Verdammte! Oh, Scheiße! Hat der andere nicht gehört, oder was? Finde ich gut, finde ich gut. Hast du für mich wenigstens Munition fallen lassen? Natürlich nicht. Mist, da ist er rausgekommen, ne? Jetzt musste ich doch schießen. Ah, wer läuft denn da drin rum in meiner Todesfalle? Also, er läuft raus. Nicht, wenn ich dich zuerst finde. Oh Gott, dreh dich bitte nicht um. Er ist nur Ziegelstein. Kommen wir hier durch? Ah, das sieht verschlossen aus. Sieht man schon an den Pixeln, dass es verschlossen ist. Nicht so detailreich, sondern wie so ein Hintergrund. Keine Ahnung, wo wir lang gehen. Aber das sieht hier auf jeden Fall... Wo sind sie? Richtig aus? Wir sind bestimmt alle in die Kirche gelaufen. Das hier ist die Kirche. Man kennt das ja. Wenn irgendwas passiert, rennt man in das wohl sicherste, größte Gebäude. Und das wäre hier die Kirche. Okay. Einfach cool bleiben. Wir haben noch ein bisschen Munition. Nur für den Fall der Fälle. Ansonsten erstechen wir alle, die auf uns zukommen. Sackgasse? Nein. Keine Sackgasse. Oh, die Küche. Toll. So viel zu meinem Molotow und alles, was ich hergestellt habe. Ist ja schön. Ein Medikit. Oh, Scherben. Oh oh. Oh oh. Scherben, die Geräusche machen. Irgendwas wird hier gleich abgehen. Bisher höre ich keine Schritte. Noch ist alles in Ordnung. Aber wir sollten von den Scherben fernbleiben. Nur für den Fall der Fälle. Okay. Aber wo zum Teufel gehe ich hin? Da ist wieder die Küche. Ich will nicht aufstehen. Das wirkt mir zu gefährlich, zu bedrohlich hier, weil hier Scherben rumliegen und ich denke mal, dass es so programmiert ist, dass hier gleich irgendwas stattfindet, wo ich nicht auf die Scherben treten darf oder wo ich quasi mit einem Rätsel auf die Scherben treten muss, um die Leute zu mir zu locken zum Beispiel. Weil hier sind eindeutig zu viele Scherben. Und zu wenig Ausgänge. Scherben. Bring Glück. Hä? Jetzt bin ich wieder in der Küche.
Okay, hier kann man im Slalom laufen, aber das ist... Ah. Wie hast du es geschafft? Shit, ich hätte die Munition ausgeben müssen. Schon okay. Du kannst nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Keine Sorge. Infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Ah ja? Gib dir Messer in den Nacken. Was, der hat's überlebt? Oh shit, oh shit. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Oh oh. Okay, jetzt sollte ich aufpassen. Du überraschst mich immer wieder. So schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist es zu spät. Zack! Da bist du ja. Hä? Ich dachte, du hast mich sowieso schon gesehen. Oh Scheiße, hier fackelt alles ab. Wenn du gerne da hinten beim Feuer chillen willst, bitte. Ich würde es dir abraten. Wächst das Feuer von alleine oder ist es gescriptet? Bleib ruhig da hinten. Braves Mädchen. Oh Gott. Habe ich ihn? Oh, wir sind wieder Joel. Ob hier noch jemand ist oder ob alle tot sind? Oh mein Gott, hier sind noch ganz viele. Aber wir haben auch ganz viel Munition. Und, ups, das wollte ich gar nicht. Ganz viel Sprengstoff haben wir auch noch. Wir sollten den Unterschlupf beschützen. Eine Infizierte rennt in der Stadt rum und wir bewachen den Ausgang. Hey, die Kleine ist tödlich und wir wissen nicht, wo sie auftauchen wird. Wir müssen einfach warten. Na komm, 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 bevor mich jemand sieht. Es ist zu spät, es ist zu spät, es ist zu spät. Alter, du sollst da hinten hinschlagen. Oh, was zum Teufel. Ich will nicht tauschen, ich will hier weg. Okay, Schneesturm nutzen. Dann finden die mich auch nicht. Ja. Genau das, was ich tun wollte, definitiv. Ah, wir haben noch einen Flammenwerfer, ne? Scheiße, wie viele sind denn hier? Ich gehe es einfach jetzt chillig mit dem Bogen an. Scheint wollen die sich ja nicht bewegen. Warte, der lebt noch? Spontane Selbstentzündung. Das passiert manchmal.
Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Ich gucke mal, ob ich meinen Pfeil wieder zurückbekomme. Das wäre edel. Oh nein. Was hast du nicht gesehen? Oder wirklich nicht? Oh, verdammt. Was? Ja, klar. Du hast hinten Augen, ne? Ist klar, Dude. Ist klar. Hat er mich einfach gesehen? Wie ist das denn möglich? Okay, wir können noch herstellen. Okay, stellen wir auch gleich mal zwei her, ne? Können wir mehr looten. Okay. Haben wir hier noch irgendwo Pfeile, die ich aus Versehen irgendwo hingeschossen habe? Ah, ich habe mir eine Menge Pfeile hingeschossen, ne? Aber ich kriege nichts wieder. Und hier auch nicht. Na gut. Gehen wir weiter. Da kommen wir höchstwahrscheinlich nicht hoch. Wir müssen... Ganz, ganz wichtig wahrscheinlich zu den anderen da hinten. Aber wir haben ja unseren Pfeil und Bogen, ne? Das wollen wir doch glatt mal sehen. Kommt der jetzt hergelaufen? Der steht da einfach nur. Ach, das sind zwei Sniper. Scheiß Camper sind das. Ich wundere, dass ich sie mit meinem Pfeil und Bogen nicht erledigen konnte. Aber ich sehe da, glaube ich, ein Köpfchen. Yep, das war ein Köpfchen. Aber wir hätten uns auch von hinten anschleichen können. Wäre auch eine Methode gewesen. Oder auch nicht, die waren da oben, ne? Kommen wir gar nicht hoch. Na gut, dann, AD-Pfeil. Wer zum Teufel? Okay. Keine Ahnung, wo er steckt, aber ich glaube, da hinten war irgendwo. Ich bin getroffen. Bam, bam, bam. Okay, da kommt noch mehr. Hey, jemanden hat's erwischt. Verteilt. Ja, verteilt euch nur. Wenn hier einer um die Ecke kommt, ist er tot übrigens. Ich hab euch gewarnt. Oh verdammt, Mistkerl! Oh shit. Ja, super. Ja, super. Ah, fuck, was war das denn? Ich konnte nicht mal aufstehen. Oh. Zu spät gesehen, dass er herkam. Zu spät gesehen, dass da eine Lücke war. So kann man es aussehen. Ja, noch haben wir ein bisschen Leben. Das Leuten kommt von da hinten. Da hinten muss Ellie sein. Wieso laufen wir hier lang? Gut, er kann es ja nicht wissen, ne? Klamotten. Ellies Tasche. Ellies Rucksack.
Ja, nett. Was ist das? Was macht Ellis Zeug hier? Was zum... Oh Gott. Zum Ausbluten. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Krass. Alter, sind die krank. Okay, können wir schnell noch irgendwas herstellen oder so? 30 Punkte, Fertigungszeit, Heiltempo. Oh, Scheiße. Ellie. Wie kann er noch leben? Komm. Krieg. Schaff's das, Ellie. Shit, er ist genau da, ne? Er ist neben uns. Ah. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Nein, ich krieg weiter. Warum er nicht? Gar nicht dein Stil, oder? Du kannst doch betteln. Leck mich! Du so kannst nicht? Hä? Ja, dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Oh, Scheiße! Komm schon. Oh. Ellie! Hör auf! Hör auf! Lass mich nicht an! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier! Hier! Ich bin's! Er wollte mich. Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay.